Das ist Moon Suk, Südkoreanerin, in Berlin lebend. Eine bemerkenswerte Frau mit einer breit gefächerten Künstlerbiografie als Sopranistin, Malerin, Poetin, Performerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Obendrein ist sie eine hervorragende Köchin und Mutter von zwei Söhnen. Mithin eine Allround-Künstlerin, unkonventionell, ruhelos, eigensinnig und vollkommen einzigartig. Viele Menschen betrachten sie als ein Gesamtkunstwerk. Doch als seien diese Talente und Aktivitäten noch nicht genug, hat Moon Suk, die Umtriebige, vor 3 Jahren und unterstützt von Ernst Becker, ihrem schwäbischen Lebenspartner, auch noch eine weitere Bestimmung gefunden, die der Salonniere. Als sie sich nämlich entschloss, in monatlichen Abständen kunstaffine Gäste und Freunde der Oper in ihre Privaträume am Olivarplatz einzuladen, zu einem klassischen Musiksalon, dem sogenannten Salon Moon. Doch schon bald ging es nicht nur um Musik und Bel Canto, sondern auch um kleine künstlerische Events und Performances mit Lesungen und kulinarischen Genüssen. Aus der anfänglichen Idee eines klassischen Musik- und Salonerlebnisses in privater Atmosphäre mit Moon Suk als Solistin ist mit der Zeit ein unverwechselbares künstlerisch-kulinarisches Programm entstanden, ganz in der Tradition der Berliner Salonkultur. Insgesamt wurden in den 3 Jahren bisher 30 Konzerte veranstaltet, mit über 40 verschiedenen Musikerinnen und Musikern und mehr als 1000 Gästen. Salon Moon bekam schon bald den Ruf, eine wahre Kultur- und Genussoase in Berlin zu sein. Doch der Anfang war nicht leicht. Ursprünglich, ich wollte nicht jeden Monat ein neues Programm so für unsere Gäste selbst singen. Ich dachte, für andere Künstler, ich organisiere in unserer Wohnung. Aber mein Schatz hat mich überredet, als Saloniere, als so selbst, weil kein Saloniere kann so singen wie ich. So. Und ja, ich dachte, das ist wahnsinnig viel Arbeit, jeden Monat ein neues Programm. Aber ja, es hat sich gelohnt. Ich freue mich darüber. Vor 3 Jahren war sehr harte Arbeit, aber jetzt mittlerweile, wir sind so sehr viel Übung dran und ja. Ein typischer Abend im Salon Moon gestaltet sich wie folgt. Zuerst Begrüßung der Gäste und Beschreibung des künstlerischen Programms. Sodann beginnt die musikalische Darbietung mit Moon Suk und anderen Musikern und endet schließlich in einem zwanglosen Get-Together mit einem koreanisch-schwäbischen Dinnerbuffet an langer Tafel und mit Weinen renommierter Weingüter. Alle aufgetischten Speisen werden von der koreanischen Gastgeberin und dem schwäbischen Hausherrn selbst zubereitet. Und wer sich als Gast dafür interessiert, darf der Köchin in ihrer privaten Küche auch dabei zuschauen. Moon ist zweifelsohne eine gute Köchin und erntet von den Besuchern für ihre koreanischen Spezialitäten stets Lob und Anerkennung. Ja, ich koche leidenschaftlich gerne. Also ich serviere jeden Monat mindestens 20 Gerichte. So meistens vegetarische, 17 Gerichte sind vegetarisch. Und ja, also die Leute sind sehr glücklich vom Konzert und dann vom Essen und dann von tollen Gästen. Was will man mehr? Unter den Gästen entdeckt man häufig bekannte Schriftsteller und Verleger, Medienvertreter, Galeristen, Politiker und Restaurantkritiker. Menschen jeden Alters und aus allen Kulturen und Nationen. Manche sind zum ersten Mal dabei, andere schon zum wiederholten Mal. Für eine Besucherin ist es schon die 17. Teilnahme. Warum das? Es hat sich so ergeben. Also ich bin mit einem guten Freund hierher gekommen, der wusste, wie sehr ich Oper liebe. Und dann ist es so meine Insel im Alltag geworden. Irgendwo so zwischendrin und draußen ist die Insel. Und auch wegen des Essens? Ja, davon werden wir gleich mehr sehen, unbedingt. Also das Essen, die Gesellschaft, die Gäste, es ist immer wieder neu. Das Programm natürlich.
ist ja ein Stück Berliner Kultur geworden. Ja. Auf jeden Fall meine, also Charlottenburger ganz bestimmt. Aber ich glaube, die Gäste kommen teilweise aus allen möglichen Ländern und ganz sicher aus ganz Berlin. Moonsook, das umtriebige Multitalent, ist gut vernetzt in der Berliner Kulturszene und eng befreundet mit Kunstschaffenden aus vielen Bereichen. Wenn sie einen Schriftsteller um eine kleine Lesung in ihren Salon bittet, dann wird ihre Bitte kaum abschlägig beschieden. An diesem Abend gab sich der russisch-deutsche Buchautor und Kolumnist Wladimir Kamina die Ehre und las Passagen aus einem seiner bekannten Bücher. Schreibe ihr, dass ich sie liebe und dass ich eine Bulette aus ihr mache, wenn sie nicht auf mich wartet. Diktierte er mir. Ich war dafür vom Küchendienst befreit. Während die anderen Rekruten Kartoffeln schälten, saß ich in der warmen Kaserne und schrieb Liebesbriefe an eine mir unbekannte Braut. Kamina ist seit Jahren mit Moon befreundet. Und fragt man ihn, was ihn am meisten an ihr fasziniert, dann muss er nicht lange überlegen. Mut, ihr Mut. Da, also ich hätte Bedenken, so viele fremde Menschen in meine Wohnung reinzulassen, sie noch mit Wein zu beschenken, also ja, dass sie dann beschwipst, weiß ich nicht, auf welche Ideen kommt. Und sie kann dieses offene Leben zelebrieren, als wäre das etwas ganz Selbstverständliches, Normales. Als wären alle Menschen Freunde der Oper. Als würden alle gerne so viel können, ja, wie sie. Sie ist ja eine Allround-Künstlerin. Sie malt, sie schreibt, sie singt. Ich habe selten einen solchen der Kunst geschuldeten Menschen getroffen wie Moon. Vielen Dank. Ich danke. Die charismatische Lebenskünstlerin weilt derzeit als Kulturbotschafterin in Südkorea anlässlich der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Doch zurück in Berlin folgt schon bald das nächste große Kulturprojekt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten startet sie im Mai zu einer 18-monatigen Tournee durch Osteuropa, Russland, die Türkei bis nach China und in ihre Heimat Südkorea. Gereist wird in einem VW-Caravan mit spontanen Konzerten an zufälligen Orten. Ja, 3 Jahre. Wir Salon Moon haben wir hier gemacht und es gibt einige Anfragen von Ausland und so Salon Moon goes around the world und dann außerdem ich engagiere mich als Kulturbotschafterin und ich gehe direkt zu den Menschen, wo die Menschen da sind, gehen wir mindestens für ein Jahr und dann wir bringen Menschen zum Lachen und zum Weinen und Gedanken an Regen, so Herzen berühren. Ja, deshalb mindestens ein Jahr, vielleicht 1,5 Jahr. Fans und Freunde können in den sozialen Online-Medien den Reiseverlauf mitverfolgen und gespannt sein auf Moons Begegnungen und Erlebnissen als Kulturbotschafterin und Kosmopolitin. Ihr Optimismus und ihre ansteckende Lebensfreude werden ihr gewiss helfen, dass auch dieses mutige Abenteuer ein großer Erfolg wird. Mein Lebensmotto oder für mich, ich sage mir selbst, life is flowing, moving, sharing, life is a performance. Thank you very much. Ja, danke euch. Annyeong.